Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen parapsychologischen Untersuchung. Wir befinden uns heute hier auf einem jüdischen Friedhof. Das ist aber nur zum Teil richtig, weil hier liegen auch die Gräber von einigen Russen, die höchstwahrscheinlich Soldaten waren. Die Gräber sind teilweise schon über 100 Jahre alt, also jetzt auch nicht wirklich modern, aber hier wird immer noch ab und an gepflegt und sieht, dass ab und an Leute vorbeikommen. Und wir wollen einfach mal schauen, es gibt ja diese These, dass es auf Friedhöfen spuken soll, was aber natürlich einen starken Gegensatz zur Energiethese spricht, die ja sagt, dass Energie da verbleibt, wo jemand gelebt hat, wo er seine Emotionen sozusagen hatte, die jetzt Energie im Material gespeichert sind, was auf einem Friedhof ja streng genommen nicht passieren dürfte, weil wenn man hier hinkommt, dann ist man in der Regel schon tot, mindestens ein paar Tage. Ja, aber Emotionen sind ja auch Trauer. Also theoretisch könnte man ja eventuell dann ja die Energie von den Trauernden spüren und nicht wirklich die, die tot sind. Das Genau. wäre ja dann auch wieder nicht wirklich ein Geist. Genau, und deswegen wollen wir schauen, ob es was gibt. Heute erst mal wieder beim Tag, ihr kennt das. Die ersten Untersuchungen versuchen wir meist am Tag zu machen, um den Ort kennenzulernen und um eine Grundmessung zu haben. Und natürlich werden wir dann irgendwann in der Nacht nochmal wiederkommen und schauen, ob dann hier, ja, ich sage mal, mehr los ist oder vielleicht schon am Tag hier was passiert. Aber insgesamt ist das wirklich ein sehr ruhiger Ort, also ruhig jetzt nicht zu wörtlich nehmen. Man hört hier eine Straße, Flugzeuge fliegen drüber, aber insgesamt vermittelt er eine sehr ruhige und einfühlsame Stimmung, sage ich mal. Es ist hier wirklich sehr, sehr schön. Ja, ist doch schon schön am Hang auch gelegen. Wenn man jetzt in dem Hintergrund sieht, vielleicht sieht man das auch im Bild. Ja, wir gehen mal kurz zur Seite. Ja, ist ein schönes Tal in der Richtung auf jeden Fall. Genau. So, und jetzt legen wir auch direkt los. Ja. Viel Spaß. Viel Spaß. Wir beginnen mal mit der Tour. Ich mache erstmal einen kurzen Schwenk für euch. Das zeigt im Prinzip schon den ganzen kleinen Friedhof. Ist wirklich nicht viel. Der Jan, wie ihr seht, der misst schon. Mit dem K2. Ich selbst habe Thermalkamera hier. Dadurch, dass die Sonne so hell ist, kann es sein, dass es für euch ein bisschen spiegelt. Oder sehr sogar. Ich selbst sehe aber natürlich was. Und wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht sagen, ob ihr was seht. Aber was auffällig ist, was aber auffällig sein sollte, ist, dass die Grabsteine ein paar Grad wärmer sind als die Umgebung. Wenn man schaut, die Umgebung ist so 20 Grad und der Grabstein selbst bei 25. Das liegt natürlich daran, dass Steine anhand des Aufbaus, an ihres Gitters und auch an der dunklen Farbe besser Wärme speichern können. Ist also nichts Besonderes. So, ich habe das Thermal immer bei mir. Und was ihr schon in verschiedenen Videos bestimmt gesehen habt, ist, dass Steine gerne auf die Gräber gelegt werden. Es ist ursprünglich mal wirklich ein jüdisches, traditionelles Ritual gewesen. Und das wird halt gemacht, wenn man da ist, sozusagen, man denkt dran und hat dann einen Stein drauf gelegt. Heutzutage wird das bei verschiedensten Gräbern gemacht, nicht nur bei jüdischen. Es hat sich mit der Zeit so ein bisschen, ich sag mal, wie eine Art Modeerscheinung etabliert. Und deswegen heißt es nicht zwingend, dass das ein jüdisches Grab sein muss, wenn man das sieht. Und wie man schaut, Adram Heumann, 10. Juni 1842 und gestorben 31. Dezember 1924. Und dann ist das in, ich würde sagen, Hebräisch. Und ja, wie gesagt, fast 100 Jahre alt, das Grab hier. Da ist der Jan, der wird uns gleich was zu dem Grab sagen, wenn wir hinkommen. So, Hermann Neumann, 17. Juni 1890 bis 1. Februar 1907, also auch 100 Jahre locker. Das ist ein sehr komisches. Warte, ich komme gleich zu dir. So, was haben wir hier? 1837 bis 1911 und 1842 bis 1915. So, und Jan hat was Besonders an den Grabstein entdeckt, das wahrscheinlich nicht viel erkennen kann. Ja, nee, also hier ist eine sehr glatte Oberfläche, aber du hast hier die ganzen Löcher drin, siehst du das? Dann war wahrscheinlich Buchstaben drauf gemacht. Das werden wahrscheinlich solche Dinger sein, die draufgesteckt waren, das ist richtig. Die sind mit der Zeit wahrscheinlich schon abgefallen. Auf dem ersten Blick habe ich erst gedacht, was ist das denn? Ist das in Blindenschrift drift? Aber ist nicht. Und du siehst auch hier innen drin,
Jetzt natürlich besonders von Insekten, die das benutzen natürlich, ne? Ja gut, klar, ist ein schöner Bau. Du siehst hier auf jeden Fall auch Grünspan hier, sondern von Kupfer oxidiert wahrscheinlich. Okay. So ein bisschen was, einfach schön grün. Hier siehst du auch ein bisschen... Ja, vielleicht sind das die Reste von den Metallsteckern, die drinnen waren, sag ich mal. Vielleicht sind die auch mit der Zeit auch ausgerostet und rausgefallen. Das kann gut sein, hier liegt leider nichts. Ne? Nee. Hab ich gerade auch schon geguckt, aber... Mal nachgucken hier, aber... Auf der anderen Seite. Naturstein. So, ich gehe schon mal weiter, wenn der Jan da hinten schaut. So, ich habe den nächsten mit einem sehr schönen Symbol oben. Ja, bei den Grabsteinen ist es natürlich schwer mit dem Stein oben drauf. Ich glaube, das ist einfach ein verziertes Herz. Das ist einfach ein Herz mit zwei Blumen. Und in das der Mitte sieht aus wie so ein Zepter oder so vielleicht? Ja, die Symbole haben extrem viel Bedeutung. Also wenn du schauen wolltest, könnte es ein Herz sein, verkehrt rum. Das sind Rosen, eindeutig. Würde ich sagen. Das könnte hier könnte, sein, das könnte allerdings gut ein Messer sein, das nach unten steckt. Kann aber auch sein, dass das, könnte aber sein, dass das stilistisch nicht so gewollt ist. Symbole haben aber viele Bedeutungen. Deswegen. Könnte auch ein bisschen so ein Auge sein, ne? So ein, oder halt ja, auch oder Reichszepter. So ein Zepter vielleicht, ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur Rat. Und guck mal, vor allem wenn du dir den Rand anschaust, so gezackt sieht es ja aus wie eine Mauer, sage ich mal. Vielleicht hat es auch eine militärische Bedeutung. Henriette ist das, ja, dann wahrscheinlich aber eher nicht. Naja, vielleicht hat sie einen, nach dem Tod ihres Liebsten eine Mauer im Herz gelegt. Ja, wie gesagt, Symbole. Ich kenne natürlich auch nicht alle, es gibt viel zu viele, aber die haben natürlich immer irgendeine Bedeutung. Besonders halt auch für die Person, ne? Kann ja sein, dass sie sich unbedingt das gewünscht hat. Ja, ja. Was das theoretisch für sie dann? So, wen haben wir da? 1875 bis 1900, also nach oben hin wird es tendenziell erstmal... Sally Neumann? Ja. Ist es ein N oder Reumann? Schwer zu sagen bei der Schrift. Ein N würde ich jetzt nicht sagen. Könnte ein S oder ein R sein? Ich würde eher sagen, das ist ein... Ja, frag an euch. Was würdet ihr darin erkennen? Das sieht fast aus wie das S da drüber, aber nicht ganz. Deswegen... Ja, ja, das... Es kann eigentlich fast nur ein R sein. Ja, ich würde auch sagen, das ist ein R. So. Ein kurzer Schwenk nochmal für euch. Oder 25, ne? Ja, das ist noch ein sehr, sehr junges Grab. Also... Für den, der da drin ruht. Für sie. So nicht stören lassen, was ihr jetzt hört, sind die Flugzeuge. Wie gesagt, hier kommen ab und an ein paar rüber. Aber insgesamt ist es auch mit den Bäumen hier wirklich sehr schön. Es sind auch wirklich sehr alte Bäume. Ja, hier haben wir, ich würde sagen, es ist wieder hebräisch. Der Stein selbst ist natürlich einheitlich warm, so soll es auch sein. Salomon Wolf, also klingt auch wirklich sehr danach. Da drüben bis zum 1900. Bei solch großen Bäumen bieten sich ja theoretisch Urngräber an, aber für die Kultur ist das eher unüblich gewesen. Also wir werden wahrscheinlich hier nur Erdgräber haben. 1805 bis 1891. Aber man sieht doch, die sind sehr verschieden. Ach Jan, hier ist wieder das Zeichen oben drauf. Wie, weißt du noch, wie der Name war? Von denjenigen? Habe ich... Weil hier ist wieder Sassen. Daneben, der gehört aber auch Sassen. Oh, warte mal. Sassen war auf jeden Fall... Kommt mir nämlich auch bekannt vor. Ja gut, Benjamin. Sassen. Oh, alle Sassen. Na, alle nicht, aber ich dachte jetzt nämlich, dass gerade die schwarzen Grabsteine dann auch zusammenhängen. Dass vielleicht die Frauen nämlich... Ja, also wie gesagt, das kommt mir bekannt vor. Das hatten wir, glaube ich, erst vorne auch schon. Eben. Aber ob es jetzt gerade der war... So, und man sieht hier auch, wenn man oben drauf schaut, haben sich schon diverse Flechten gebildet. Sowohl Landkartenflechte... Das ist gleich ein Zeichen. Könnte sein, dass es eine Art Familienwappen ist. Ja, yeah, deswegen sagte ich ja, das hat verschiedene Bedeutungen. So, was haben wir hier? 1801 bis schwer zu lesen, 1857 würde ich sagen. So. Was auch auffällig ist, finde ich persönlich, hier ist ja auch noch Platz gelassen worden extra, sage ich mal, dass da hinten noch Gräber angelegt werden konnten.
Man sieht auch, dass relativ... Man halt aufgegeben hat hier den Friedhof, also beziehungsweise vielleicht impraktikabel, weil so weit im Wald oder so. Da auch möglich. Auf jeden Fall liegen hier keine neueren Gräber, das können wir sagen. Wow. Der ist schon wirklich sehr, ja, vermodert, 1800. Ich weiß es nicht. Da kann man nicht mehr wirklich was erkennen. Lass mal den Meister ran, wer da erkennt. 1806 bis, Gott, 1807, nee. 80. 1880. 1800 bis 1880 vielleicht? 1806 bis 1880. Wow. Überlegt, wie lange das her ist, ne? Ja, so ein Grabstein, der Marat hatten wir auch schon. Dieser, ich schätze mal, das ist Marmor hier, dieser weiße Marmor. Sieht, finde ich, total toll aus und ja, das ist, hält auch wirklich. Das Marmor ist, weil das ist so ein, der hat auch sehr viele Einschlüsse von irgendwas, was so glitzert. Also das ist halt so ein, ja, es könnte auch sein, dass es so ein Belag ist. Weißt du, was ich meine? Dass nur das, so wie ein Putz ist, sag ich mal. Ja, genau, dass man das quasi doch verspürt. Weil du siehst hier nämlich... Gab es es zu der Zeit schon? Das weiß ich nicht. Ja, guck mal, 1869. Das ist wie so eine Kalkschicht quasi, die irgendwie noch ein bisschen versetzt wurde. Also es könnte auch irgendwie so ein Kalzquarzit oder sowas sein, weiß ich nicht. Ja, also Quarzit kann es sehr gut sein, weil es hat ja so eine Musterung. Das ist ja für Marmor und Quarzit typisch. Ja. Aber das Glitzern ist für Marmor halt eher unübisch. Deswegen bei Marmor ist eher Quarzit. Glatter. Also ich würde eher sagen, das ist halt irgendwie so ein... Also wenn du so siehst, dies ja, ne? Das ist an Bord am Glitzern hier. Ja, ja. Schön, die Einschlüsse hast du dann. So, nehmen wir uns jetzt langsam den Ende. Boah, 1830 bis 1925, okay. Der ist dann halt etwa nicht ganz so alt, etwas jünger. Wer weiß, wie das damals angelegt wurde. Könnte wirklich sein, dass das damals mal benutzt wurde. Da guck mal hier, das sieht mir. Da hat jemand gemäht, das ist ein eindeutig Rasenmähersporn. Ah ne, okay, das sah mir aus wie so eine Klatte, aber ist es nicht. Dass er hier vielleicht so eine Familiengruft oder sowas ist, aber. Ja. Glaube ich nicht. Nee. 1806 bis 1859 auch, Wahnsinn, ne? Unten steht auch noch was, aber das lässt sich kaum noch lesen. Das scheint wohl so ein. So ein Standardformat zu sein. Ja, ja, wir haben hier immer wiederkehrende Formate. Genau. Aber vielleicht sind die auch irgendwie typisch für eine Familie. Ich weiß es nicht. So. Ja, guck mal, wieder. Und hier ist wieder Sassen. Für euch den Schwenk jetzt nochmal von oben. Und dann nochmal mit Thermal. Ich schwenke auch gerade. Aber. Naja, hier ist das, glaube ich, was du sagst, dass da auch hinten was drauf ist, ne? Wow, das ist so alt. Unterbrechlich, würde ich auch sagen, wieder. Könnte sein, dass es ein Gebet oder sowas ist, schätze ich. Möglich. Das ist aber eine der einzigen Steine, wo hinten wirklich was draufsteht. Bei dem Rest sind es eher solche, sag ich mal, so Einritzungen. Oder da vorne war, glaube ich, einfach so ein Herz, wie so eingemeißelt. Okay. Aber sonst... Hier war mal ein anderer Baum noch. Ja, und vor uns auch. Könnte sein, dass das wirklich hier so ein Friedhof geplant war, der halt, ich weiß nicht, wie viele noch gelebt haben zu der Zeit. Ja. Oder schon, besser gesagt, je nachdem. Dass man da vielleicht gesagt hat, okay, ja, das waren nur irgendwie 3-4 Familien, die dann halt hier eben ihre Toten beerdigt haben. Und dass man den Rest halt wie so einen Park aufgezogen hat. Vielleicht so im Wohlwissen, okay, ja, wahrscheinlich braucht man da noch ein bisschen was. Da ist dann halt wahrscheinlich anders gekommen, ne? Ja, und der Friedhof musst du ja planmäßig anlegen. Du kannst ja nicht einfach mal so richtig Raum dazu machen, also je nachdem, wo er liegt, das klar, ist aber. Ja, hier nochmal die, wo wir gerade waren, von hinten. Hier vorne, oh, das ist könnte ein alter sein, aber der das sieht man nicht so wirklich. Nee, der ist ja schon, guck mal, der ist ja auch schon ein bisschen eingesunken hier. Ja, stimmt, der könnte mal größer gewesen sein. Der wird wahrscheinlich mal so groß wie der andere gewesen sein. Der wird genauso aufgefunden. Das
Also der wird genauso aussehen, den tut er gar nicht. Nee, der sieht ganz anders aus. Sehr geschmückt. Kann sein, dass er durch das Gewicht einfach jetzt hier eingesunken ist. Vielleicht auch, weil der Baum hier gewachsen ist. Das kann er, dass der vielleicht ja, in die Ecke gedrückt hat. Ja, die Wurzel tut er die Nährstoffe aus dem Boden holen und lockert den auf. Ja, richtig. Und er ist der Schwerste, also er wird als erstes sinken. Okay. Ja, auch hier wieder die alte Schrift. Wie gesagt, ich bin nicht 100% sicher, ob es Hebräisch ist, aber es sieht auf jeden Fall ähnlich aus. Muss. Was soll es sonst sein? Es sind viele Sprachen. Ja, aber... Es könnte auch Tschiklisch sein. Aber Wahnsinn, da kann man echt auch nichts mehr drauf erkennen. Also, wenn man Ahnung hat, vielleicht von der Sprache, aber so. Was auch interessant ist, ist halt diese Steine von hinten, wenn die dann noch so grob sind. Oh, der ist auch schon ordentlich abgesackt hier. Ja, ja, der kippt auch schon. Boah, kann man auch wirklich viel mehr erkennen. Wahrscheinlich mit der Kamera nicht so, aber damit ich das besser sehe. Ja. Habe ich das mal ein bisschen zugehalten, weil es doch schon sehr hell hier. Ja, durch die Sonne. Was auch auffällig ist, sind solche Steine hier. Wenn ihr euch das mal anschaut, so von der Struktur her, hat das eine kristalline Struktur. Das kann relativ gut Energie speichern. Das ist also auch eigentlich eine ganz gute Sache für eventuellen Spuk. Ja. Ist aber auch dann wieder zu sehen, dass das dann wahrscheinlich eher dann Energie von den Trauernden ist und nicht von denen. Das ist theoretisch zumindest nach der These, geht es nicht anders. So. Der sieht aber auch noch relativ gut aus. So, die Gravuren sind alle glatt, noch nicht wirklich verwaschen, nach unten natürlich ein bisschen mehr. Obwohl, da steht glaube ich jetzt keine Jahreszeit drauf. Ne? Naja, nicht in unserer Sprache zumindest, von mir aus mal so. Nicht in arabischen Buchstaben, Ziffern. Das unten wird eine Jahreszahl sein, schätze ich mal, ich weiß es aber nicht. Das kann gut sein, ja. Na, wir hatten ja gerade schon mal versucht, das zu übersetzen, aber leider gibt es da keine direkten Übersetzungsmöglichkeiten. Auch mit Google Lens hat es, glaube ich, nicht geklappt. Ne? Nee. Also, hat zwar gesagt, wo das sich befindet, das Objekt hier, aber... Die Gräber ist jetzt die letzte, zu denen wir jetzt gehen. Ja, stimmt, die müssen wir auch noch machen. Da sind ja wohl aktiv Leute, weil die... Die sind gepflegt, obwohl man ja nicht sagen kann, dass die gestern da waren, ne? Das nicht, die sind schon ein, zwei Wochen alt bestimmt. Ja, ich schätze mal so vielleicht so alle paar Monate mal. Ne, das wird dann ungefähr das Erklären hier. Oh, das ist interessant. Seht ihr dieses Kreuz da oben links? Das ist das koptisch-orthodoxe Kreuz. Das ist typisch für Russen. Das hat die russische Kirche in der Regel immer. Das ist also ein russisches Grab. Hier ruhen 30 russische Soldaten. Und Zivilisten. Hier waren wahrscheinlich die ganzen Namen drauf geschrieben, ne? Ja. Von den Jahreszahlen, ja, sagen wir von 1906, wie ich sehe, bis 1955 ungefähr. Also hier, das sind wahrscheinlich die ganzen russischen Soldaten. Genau. Die sind alle so 40 rum. Ja. 44, ja. 44, 43. Ganz oft ist eine Alex, Alexei, Nikolai. Sergej. Und auch hier hat man aber, ich gehe jetzt mal rum. Aber auch hier hat man, wie ihr seht, Steine draufgelegt. Und dieses koptische orthodoxe Kreuz weist aber auf ein Christentum hin. Das hat mit Judentum nichts zu tun. Also haben wir hier quasi die jüdische Tradition der Steine auf einem christlichen Grab.
Man sieht alles, ne? Wie weit muss ich gehen? Stell dich mal richtig hin. Zurück, zurück, zurück. Leider will ich nicht. Also, hier auf dem Trab. Also, irgendwie erkennt er nur deine Hose. Pass auf, ich mach du das mal. Ich stell mich jetzt hier hin. Bei dir auch. Du musst noch was machen, vielleicht den Winkel ein bisschen höher. Jetzt, warte mal, ich geh mal raus. Geh mal raus und rein. Nee, wir müssen noch weiter zurück. Ja, ja, das muss zurück. Ne? Ach, verdammt. Jetzt sein. Aber der Winkel dürfte etwa gleich bleiben, dass es nicht zu schief wird. Ja, das wird nicht, ja. Ja, das dürfte gleich ungefähr reichen. Gehst du? Ich geh mal kurz mal raus. Ja. Noch kurz rein. Hose, ne? Du hast nicht, nee, gar nicht. Überhaupt nichts. Gar nicht? What? Wenn ich so mache, deine Hose. Wenn ich aber so mache, dass man mehr sehen würde, gar nicht.
Okay, geh mal rum, stell ein paar Fragen. Ja. So, mein Name ist der Eckbert, der Mann neben mir ist der Jan. Wie heißt du? Bist du hier verstorben? Bist du jüdischer Herkunft? Wo bist du? Möchtest du uns irgendetwas sagen? Kannten sich die Familien, die hier begraben wurden? Findest du es schön, dass er sich wieder um den Friedhof kümmert? Was denkst du, welches Jahr wir gerade haben? Ist irgendjemand hier? Und damit sind wir beim Ende der heutigen Untersuchung angelangt. Ja, es war sehr ruhig und sehr schön hier. Aus persönlicher Sicht sehr entspannt, aus wissenschaftlicher Sicht natürlich nicht allzu gut, weil momentan nichts verwerten. Wir schauen uns natürlich nochmal selbst die Sachen im Nachgang an, die ihr jetzt schon gesehen habt, im Auswertungsteil, ob wir vielleicht doch noch was aufnehmen konnten. Aber von unserem ersten Eindruck würden wir jetzt erstmal zu Nein tendieren. Ja, ist ja auch schon seit über 60 Jahren, glaube ich, hier, ne, ungefähr, dass hier nichts mehr liegt. Nee, warte mal, das ist, glaube ich, 1900, glaube ich, letzte Mal, ne? Also theoretisch, der jüdische Teil ist, glaube ich, schon seit über 100 Jahren brach in dem Sinne. Ja, ja, ne, die hinteren Gräber waren ja bis 1880 oder so. Ja, genau, und hier war, glaube ich, 1900 irgendwo. Genau, nach vorne jünger. Natürlich gibt es hier die Kriegsgräber noch, ja, die sind dann so 44, glaube ich, das letzte. Die sind natürlich ein bisschen jünger, aber das sind auch so fast 80 Jahre schon, ne? Deswegen. Genau, aber das halt immer noch gepflegt. Klar. Ja. Wie gesagt, mal schauen, ob wir irgendwas drauf haben. Ja. Wir kommen natürlich in der Nacht nochmal irgendwann her. Und bis dato sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Ja. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Und damit herzlich willkommen zum Auswertungsteil. Ja, wie ihr schon gesehen habt, ist nicht besonders viel los gewesen. Und auch beim Nachschauen konnten wir jetzt nichts Besonderes feststellen, keine thermalen oder elektromagnetischen Anomalien. Das Einzige, was auffällig war, war die Kinect, die, naja, ich sag mal, einen Fehler hatte. Man hat ja immer nur den unteren Teil sozusagen erkannt. Wir haben das über eine Stunde lang versucht einzustellen mit verschiedenen Winkeln. Wir haben tatsächlich dann auch eine andere Richtung gefilmt. Die Kinect selbst ist nicht beschädigt, als wir das dann zu Hause nochmal getestet haben, beziehungsweise auf anderen Untersuchungen, die danach waren, hat sie fehlerfrei funktioniert. Aber die Ursache wird hier keine paranormalen Ursprungs sein, sondern höchstwahrscheinlich, es war ein extrem sonniger Tag. Die Sonne, die stand fast perfekt im Zenit. Das heißt, wir hatten die maximale Licht- und Luxausbeute gehabt und wahrscheinlich war das für die Kinect einfach zu viel gewesen, dass zu viel reflektiert wurde und sie damit einfach nicht klarkam. Von daher sollten wir das, was sie da gefilmt hat, nicht bewerten. Das hat keine Besonderheit. Wir konnten den Fehler auch stundenlang sozusagen reproduzieren und damit
können wir ausschließen, dass das irgendeine phänomenale Sache war, die ja irgendein Gerät oder so beeinflusst hat. Unterm Strich bleibt an sich nicht viel zu sagen, nichts gewesen. Vielleicht sehen wir auf der Nachtuntersuchung mehr, vielleicht passiert da was, aber das kann ich erst sagen, wenn es soweit ist. Und ja, Kurzfassung, ich bedanke mich bei euch, hoffe, es war trotzdem ein bisschen interessant, auch wenn nicht viel passiert ist. Und wie immer würden wir uns natürlich über einen Like freuen, Abo nicht vergessen, falls ihr noch nicht habt. Und in der Videobeschreibung findet ihr natürlich immer ein paar Texte, Links und auch natürlich, wenn ihr das wollt, wie ihr uns unterstützen könnt. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser, bis zum nächsten Mal und tschüss. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder auch über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.